Und damit willkommen zurück zu Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Ich muss erst mal gucken. Ach ja, wir sind dem Aufzug hochgekommen, genau. Also müssen wir jetzt hier lang. Im letzten Part haben wir nämlich Kapitel 7 angefangen. Ist ja Kapitel 7, oder? Ja, doch, müsste. Irgendwo hier liegt was. Irgendwo hier ist was, was ich aufsammeln kann, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses System hier, das ist echt beschissen. Mal ganz im Ernst. Ich sehe, dass hier ein Item irgendwo liegt. Ah ja, hier. Aber kann es nicht aufsammeln, weil es erst anleuchten muss. Stimmt, haben wir seine Taschenlampe schon geupgradet? Ah ja, stimmt, haben wir schon. Okay, dann können wir jetzt richtig loslegen. Je mehr Räume offen sind, desto verwirrender wird es. Irgendwo hier kann ich ein Foto machen. Guck, ich habe die Akten vorher angeguckt. Aber solange die nicht blau leuchten, kann ich die nicht aufsammeln. Das ist halt auch wieder so... Muss man nicht verstehen, ne? Ja, jetzt habe ich die Trophäe bekommen. Fass mich nicht an. Mitteilung, fehlerhafte Dokumente. Okay, Müllverbrennungsofen in der Außenanlage des Altbaus. Boah, puh. Damit kann ich doch nichts anfangen. Na gut, der Schlüssel wird ja eh markiert. Hier haben wir noch eine Kassette. Ob man die anhören kann, weiß ich nicht. Totenschein zu Bakitono. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erinnern, dass ab heute die ganze Woche maximal ein Part pro Tag kommt. Also ihr braucht... Auf 17 Uhr heute diese Woche leider nicht hoffen. Das schaffe ich zeitlich nicht. Warum ist denn hier die ganze Zeit blau, als ob ich hier ein Foto machen kann? Hier geht's aber nicht. Und untersucht habe ich das hier schon. Warte, war hier noch ein zweiter Ausgang? Nee, war. Ja, mehr hältst du wohl nicht aus, wa? Mit meiner Stufe 3 Taschenlampe, die bis jetzt auf das Maximum abgegradet wurde. Muss ich aber auch sagen, das lohnt sich. Weil die Taschenlampe ist immer das Stärkste. Patrouillierende Schwester. Und ich muss mal einen Blick auf die Karte werfen, sonst komme ich hier irgendwie noch durcheinander. Okay, hier kann man die Treppe hochgehen und dann komme ich wahrscheinlich in diesen Gang rein. Aber was ist, wenn ich hier hingehe? Das heißt, ich müsste theoretisch nach links gleich. Ja, der Geist weist mir ja auch den Weg. Vorangehende Schwester 1. Aber was ist, wenn ich sage, ich will hier lang? Ist bestimmt zu, oder? Nee, ist offen. Ah.
irgendwo hier in der Wand ist. Junge, wie viel Schaden wir machen, ne? Einfach Wahnsinn. Ich würde dir raten, lass mich in Ruhe. Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe dich gebeten, lass mich in Ruhe. Denkst du, ich erzähle Märchen? Ich frage mich, wohin das hier alles führt. Das ist ja ganz schön. Hier muss ich ja offensichtlich nicht lang. Das ist ja wohl klar wie Kloßbrühe. Komme ich denn hier hin, Kater? Das ist bestimmt zu. Das ist nicht meine existente Tür, also ich kann damit nicht interagieren, weder aufmachen noch sonst was. Also ist das nur ein Bonusraum, nehme ich an. Hier kann man noch irgendwas einsammeln, weil die ganze Zeit hier irgendwas leuchtet, aber ich gehe nochmal hier lang. Ja, das ist nur Bonus. Bauarbeiterjournal. In den Ursprungskanal durchgebrochen. Hier wird was von einem Ursprungskanal erwähnt. Kräutermedizin, dass man sowas hier noch findet. Beeindruckt. Oh. Ja, ich wollte ausweichen. Ich war aber auch gerade am Aufstürzen so ein bisschen. Weil ich gerade was getrunken habe. Nicht schlimm. Noch ein Treffer und die ist da und die alte. Na komm raus. Hier ist sie. Weil die Lebensleiste taucht immer auf, wenn die in der Nähe sind. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ich irgendwo auf eine Wand gucke, weil ich mit den Bewegungen da oben folge und die Lebensleiste taucht oben links auf, dann heißt das, der Geist ist genau an dieser Stelle. Müsst ihr mal drauf achten, dann, weil so weiß ich nämlich immer exakt, wo der ist. Meistens nützt es trotzdem nicht, weil, wie ihr beim letzten Mal gesehen habt, dieser Kampf da, der war ja ein bisschen. Was ist denn hier? Das schreit doch nach Jumpscare. Da drin ist ein Raum, wie kommt man denn da rein? Hier gab es doch keine Tür. Okay, wir verschwenden so viel Zeit, weil ich hier. Doch, hier ist eine Tür. Ich sag euch, irgendwann kommt hier ein Jumpscare. Da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwo gibt es bestimmt noch so ein Loch, wo man gucken kann. Hier, das ist zugerostet. Aber wie kommt man denn da rein? Egal. Gut, wir haben 5 Minuten, glaube ich, hier verschwendet drinne, obwohl wir hätten gar nicht herkommen müssen, sondern wir müssen hier lang. Weihwasser. Ah, hier sind wir.
Ah, jetzt kommt's. Jetzt müssen wir da rein. Hätte ich das mal gewusst. Ja, das ist schön, dass da keine Zufuhr ist, aber ich kann trotzdem kein Foto davon machen. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben, ne? Man kann zwar Fotos machen von Leuten, die hier so vorbeikommen, aber du kannst kein Foto von diesen Gegenständen machen, die da so sind, damit du die findest, weißt du? War das hier nicht die Tür? Ach, das da drüben ist die Tür. Stimmt, das macht ja auch Sinn. Das könnte die Stromversorgung sein. Ja, wie wär's denn mal mit einem Foto machen, ne? Ich kriege schon wieder innerlich richtige Aggression. Die Geistertaschenlampe. Das wissen wir schon. Zwei. Das Lichtbildobjektiv. Es ist ja schon drauf. Jetzt. Weil sonst haben die immer geschrieben, dass es automatisch aufgerüstet ist. Das sieht doch gut aus. Die haben immer geschrieben, dass es immer automatisch drin ist. Und jetzt auf einmal sagen sie, nee, du musst das ausrüsten. Bei den anderen hast du das doch auch gesehen. Ah, jetzt können wir noch mal zurückgehen. Bei den anderen stand das immer gleich da, dass du das nicht nutzen brauchst. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir heute ein bisschen länger als 35 Minuten, vielleicht 40 oder so, damit wir überhaupt mal ein bisschen Fortschritt kriegen, ne? Warum das aber auch erst jetzt geht, also wirklich. Frage mich, was mit diesem Raum ist. Das ist richtig mysteriös. Da kann man bestimmt auch irgendwie rein.
Und dann kriegst du halt von dem wackelnden Ding bestimmt irgendeinen Jumpscare ins Gesicht gedrückt. Aber auf der anderen Seite des Rollladens waren wir ja vorhin schon mit der anderen. Also was heißt vorhin? In früheren Parts. Ich wüsste nicht mehr, wo das war. Jetzt müssen wir ja mal hin. Ach ja, bei dem Büro des Direktors, ne? Wir sind beim Büro des Direktors. Weil gucke, wenn ich mit der Taschenlampe so ein Geisterfoto mache, dann geht das ja auch automatisch. Weil soll ich denn wissen, dass ich dafür das erst ausrüsten muss? Das kann man doch auch noch mal besser sagen. Das war's runtergefallen. Brief von Soya Yomotsuki. Das, was er gesucht hat. Markier's doch da. Notizen von Direktor Haibara. Ich muss da immer an Detective Conan denken. Ei, Haibara. Wie der die Tür öffnet. Mitteilung, Spezialbehandlung. So, warte, ich brauche mal kurz die Karte. Das war hier, oder? Hintertür. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau. Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Nö. Notiz von Halberas Assistentin 4. Ich wette, ich kann da noch was reingehen und was mitnehmen. Nee, sonst hätte es geleuchtet, glaube ich. Warum wundert mich das nicht? Mehr hast du nicht zu bieten? Ein Schuss? So, wir müssen nach unten. Also sind wir ja doch hier richtig. Sonst kommen wir nur in die Rezeption raus. Oh nee, das ist die Rezeption. Huch. Oh, da liegt da was? Ich habe doch gerade geguckt. Nee.
Oder bin ich jetzt komplett lost? Warte mal. Nee, das ist richtig. Hier sind wir richtig, genau. Ja. Vorangehende Schwester 2. So, hier haben wir einen Speicherpunkt. Ich speichere mal. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. Wir haben erst 20 Minuten rum. Dadurch, dass ich kaum Fortschritt mache, manchmal. Bis zum Innenhof können wir ja noch spielen. Hätte ich das mal eher gewusst mit dem Objektiv, ne? Dann hätte ich das ja in dem einen Raum da vorhin machen können, wo da schon mal was geleuchtet hat und nichts passiert ist. Naja, gut. Ah, dann wäre ich wahrscheinlich in die Tür reingekommen, oder? Ich hätte jetzt hier so einen Doktorangriff erwartet, aber okay. Weil das Spiel ist teilweise vorhersehbar. Kaum Sachen zum Einsammeln mehr, ne? Mensch, ich konnte kein Foto machen. Ah, Hintertürschlüssel. Oh, das zweite Mal nach draußen gekommen. Und hier ist noch ein Speicherpunkt. Ah, sorry, warte, ich habe das Fenster offen, weil es mir ein bisschen zu warm war. Ich mache mal nebenbei ein bisschen zu, Moment. So, ein Stückchen machen wir noch. Fehlerhafte Dokumente, was um Himmels Willen wurde da verbrannt? Bündel teilweise verbrannter Briefe. Der Adressat bin ich. Seiten. Oh, shit. Also, beim Lieben. Also, nee, wer das lesen will, macht 1,5-fache Geschwindigkeit oder was weiß ich nicht. Also, das ist mir wirklich zu viel. 27 Seiten. Wenn du das vorlesen tust, dann verschwendest du ja schon 3 Minuten mit. Gut, da ist hin und wieder meine Leerseite dazwischen. Erkunde den Hof des alten Gebäudes. Ah, hier ist noch irgendwo was. Angehende Schwester 4. Gut, das dritte Foto haben wir übersehen halbwegs. Da liegt was, das habe ich gesucht. Filmentsorgung. Da vorne ist noch ein Speicherpunkt, glaube ich, habe ich gesehen. Na, kommt noch eine vorangehende Schwester 5. Hier war doch irgendwo was. Genau das meine ich mit den Items. Das ist doch so dumm. Irgendwo hier liegt was und ich kann es nicht einsammeln.
Das ist mir jetzt auch zu dumm, ganz ehrlich. Das ganze System ist einfach nur Bullshit. Ah, vorangehende Schwester 5. Wie bereits erwähnt. Die hat mich also, die hat sogar reagiert. Das finde ich ja mal nice. Die hat hingeguckt zu mir. Vorangehende Schwester 6. Hier ist wieder irgendwo was. Hier. Kettenobjekt. Warte mal, das können wir ja mal anschauen. Kann man mitnehmen. Ist hier noch was? Er hat es doch gerade so blau geleuchtet. Schwester vor dem Grab. Tsubaki-Tonos Tagebuch. Geschwärzter Film. Hier ist schon wieder irgendwo was, was ich einsammeln könnte. Genau das meine ich. Suche, diese ganze Sucherei geht mir so auf den Keks. Hier in dieser Ritze. Warum leuchten die denn nicht so wie in den anderen Teilen? Das hätte man doch noch nachbessern können. Wenn man das Spiel schon entwickelt, ein bisschen grafisch aufpoliert, dann kann man das auslösen.
Okay, langsam wird es zu viel. Langsam glaube ich, ich muss eher weglaufen, anstatt ich kämpfen muss. Das bringt doch nichts. Die kommen ja immer wieder. Allerdings kann man auch sagen, man kann die Punkte farmen. Das bringt doch nichts. Ausweichen kann man auch nicht. Ausweichen hat der hier noch nicht gelernt. Aber ich glaube, kämpfen bringt hier nichts. Ja, lauf noch langsamer. Das machst du schon richtig. Ich merke nämlich, das bringt nichts, das Kämpfen. Die kommen ja immer wieder. Wir können auch gerne kämpfen, wenn ich meine Taschenlampe wieder aufgeladen ist. Wollen wir noch mal ein Tänzchen wagen? Oder eher nicht so? Punkte farmen kann man hier nicht. Guck dir mal diese Pixel an, Alter. Die kommen immer wieder, das bringt's nicht. So, das Video müssen wir jetzt angucken. Okay, danach haben wir, würde ich sagen, eine gute Partlänge. Da muss ich aber in diese andere Klinik. Komme ich denn da hin? Wie kam ich denn da hin? Ich glaube, einen Stockwerk nach oben, ne? Und dann so eine Tür.
Denn im Festsaal, oder wie das heißt, war doch so eine Filmrolle. Speisesaal, genau. Speisesaal war's. Ich finde es ja süß, wie vorsichtig der immer die Tür aufmacht. So, speichern wir. Und wir haben eine Partlänge von 45 Minuten. Nee, halt. Halt. 35. Ja, doch, komm. Lass mal so stehen heute, oder? Ich kann gar nicht mehr rechnen, lol. Morgen um 15 Uhr geht es dann weiter mit Project Zero. Die Maske der Mondfinsternis. Wie gesagt, ich bin jetzt. Mein Urlaub ist vorbei. Also ich habe nicht mehr so viel Zeit jetzt. Deswegen muss ich ein bisschen runterfahren mit der Produktion und deswegen kann ich nur ein Video pro Tag dann raushauen. Aber wir sehen uns trotzdem morgen wieder. Danke euch fürs Zugucken. Bis dann und ciao.